Hallo Leute, spätestens seit dem amerikanischen Serienerfolg Breaking Bad kennen es sicher die meisten von euch. Die Rede ist von Methamphetamin oder umgangssprachlich Crystal Meth. Doch was genau macht diese Droge so gefährlich? Ich bin der Doc Mo und beantworte euch heute eure Fragen zur Droge Crystal Meth. Crystal Meth, auch manchmal als Crystal oder Meth abgekürzt, ist ein Methamphetamin. Also ein leicht modifiziertes Amphetamin, wie auch Ecstasy oder Speed. Die Bezeichnung als Crystal, also Kristall, leitet sich von der hauptsächlichen Form dieser Droge als kristallines, weißes, geruchloses und bitterschmeckendes Pulver ab. Je nach Produktionsort werden manchmal auch Lebensmittelfarben wie braun, gelbgrau, rosa und eben blau, wie bei Breaking Bad, dazugemischt. Diese Farben haben keinen Einfluss auf die Wirkung, verschaffen dem jeweiligen Produzenten aber ein gewisses Alleinstellungsmerkmal. In den USA nennt man Crystal Meth auch Crank oder Ice, in Thailand Jabba und in Russland heißt es Wind. Methamphetamin ist eine sogenannte Stimulanz, die indirekt unser sympathisches Nervensystem anregt. Dieses Nervensystem bewirkt bei Angst oder Stress eine Leistungssteigerung, indem unter anderem die Herz- und Muskeltätigkeit, der Blutdruck und der Stoffwechsel gesteigert werden. Allgemein wirken Amphetamine wie folgt. Sie gelangen in den präsynaptischen Teil. Das ist der Bereich vor der Synapse, also der Verknüpfung der Nervenzellen, und bewirken dort eine vermehrte Ausschüttung der Neurotransmitter, also der Botenstoffe aus den sogenannten Vesikeln, den Speicherbläschen der Zelle. Damit werden mehr Transmitter wie Noradrenalin, Serotonin und vor allem Dopamin freigesetzt, was die sympathische, also die leistungssteigernde Wirkung an den Rezeptoren vervielfacht. Im Gegensatz zu Kokain wird also nicht die Wiederaufnahme gehemmt, sondern aktiv die Ausschüttung gesteigert. Das Ergebnis bleibt ähnlich. Mehr Botenstoffe bewirken eine stärkere Stimulation des Sympathikus und putschen auf. Methamphetamin wurde besonders während des Zweiten Weltkrieges als Pervitin populär, um das Leistungs- und Konzentrationsvermögen der Soldaten zu steigern, bei gleichzeitig gedämpften Angstgefühl. Amphetamine unterdrücken Schmerz, Hunger, Durst und Müdigkeit. Sie verleihen dem Konsumenten ein Gefühl der Stärke, Selbstvertrauen und subjektive Steigerung der Lebensgeschwindigkeit. Das Besondere an Crystal Meth im Vergleich zu anderen Amphetaminen ist, dass größere Mengen der Substanz ins Gehirn gelangen und damit höhere Konzentrationen eine stärkere Wirkung erzielen können. Weiterhin bewirkt Methamphetamin eine prozentual höhere Ausschüttung des Glückshormons Dopamin, was das Rauschgefühl und damit das Suchtpotenzial deutlich steigert. Auch das sexuelle Verlangen wird vergleichsweise stärker gesteigert, was den Einsatz auf sogenannten Chemsex-Partys erklärt. Crystal wird überwiegend nasal aufgenommen, das heißt wie Kokain geschnupft. Es kann aber auch geraucht, gespritzt oder rektal aufgenommen werden. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die lange Wirkungsdauer von bis zu 36 Stunden bei entsprechend hoher Meth-Dosis. Vereinfacht ausgedrückt ist Crystal Meth also ein besonders starkes und langwirksames Amphetamin, was zwangsläufig zu stärker ausgeprägten Nebenwirkungen führt. Es kommt kurzfristig zu psychischen Problemen wie Halluzinationen, Aggressivität, Panik, Schlafstörungen und Krampfanfällen. Langfristig werden Blutgefäße, die Leber, die Nieren, die Lunge, das Gehirn und besonders die Zähne geschädigt. Es kommt zu Depressionen, Unterernährung und starker mentaler Abhängigkeit. Der starke Alterungsprozess bei Meth-Süchtigen erklärt sich durch die starke Gewichtsabnahme und Mangelernährung, den Zahnverfall und die Zerstörung der Haut durch Infektionen. Insgesamt ist die Wirkung und damit Nebenwirkungen der Droge jedoch individuell sehr unterschiedlich. Die Gefährlichkeit von Crystal Meth ist durch mehrere Faktoren bedingt. Stärkere und längere Wirkung als andere Amphetamine. Dadurch ein deutlich gesteigertes Suchtpotenzial. Extremere Nebenwirkungen, die innerhalb von Monaten bis Jahren zum Tod führen können. Der niedrige Preis, etwa 20 Euro pro Gramm, das reicht für ca. 10 Portionen. Die einfache Herstellung, zum Beispiel aus Erkältungsmitteln, und die hohe Verfügbarkeit in Deutschland durch die Produktion in Osteuropa, primär in Tschechien. Zusammengefasst kann man also sagen, dass Crystal Meth für den Konsumenten selbst eine der gefährlichsten Drogen ist, da man dieses Superamphetamin vergleichsweise billig und leicht bekommt. Heroin oder Crack verursachen zwar vergleichbare Schäden, sind jedoch deutlich schwieriger zugänglich und entsprechend teuer. Das wiederum erhöht bei diesen Drogen die Gefahr für andere. Zum Beispiel durch Beschaffungskriminalität. Vom Schadenspotenzial her ist Crystal aufgrund der geringen Gefahr für andere wahrscheinlich nicht die gefährlichste Droge der Welt. Für den Konsumenten selbst scheint dieser Titel aber durchaus angebracht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch und teilt es mit euren Freunden.
Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke links unten aktiviert, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Damit wünsche ich euch alles Gute, bleibt clean, gesund und fit. Bis dahin, euer Doc Mo.